Wo sind wir hier und was haben wir eigentlich vor? Ja, wir sind hier in Georgien und genauer gesagt in Tiflis, in der Hauptstadt, wo wir gestern angereist sind. Und was haben wir vor? Wir wollen tatsächlich in 3 Wochen den gesamten Kaukasus von hier aus überqueren. Und das Ganze natürlich mit unseren Fahrrädern. Wir wollen einfach quer durchstarten, ohne allzu viel darüber zu wissen, was wir eigentlich genau machen. Und dann nach 3 Wochen packen wir uns ans Meer und lassen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Tatsächlich sind wir erneut ein ziemlich zusammengewürfeltes Team. Die Basis ist natürlich der Schmausi, mit dem ich ja schon irgendwie überall auf der Welt unterwegs war. Also das ist mein treuester Abenteuerbegleiter, mit dem ich zusammen auch eher diese Liebe dafür entwickelt habe. Dann kam der Benny mit ins Boot, der ist auch mega interessiert an so Backcountry-Abenteuern. Mit dem war ich auch schon zusammen auf Fahrradreisen, damals in den USA, und es hat wunderbar geklappt. Das hat sich relativ schnell entwickelt, dass wir eigentlich zu dritt wahrscheinlich eine geile Biketour starten können dieses Jahr. Komplettiert werden wir vom Sebi. Und den Sebi, der ist einfach ein Kumpel vom Benny. Den habe ich tatsächlich in meinem Leben noch nie gesehen. Zum ersten Mal am Flughafen in Istanbul. Und der Benny sagt, der passt wunderbar ins Team und dementsprechend wird ihm natürlich vertraut und wird auch spannend, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Also freue mich auch drauf. Benny kenne ich schon länger. Ich bin mir recht sicher, dass es cool wird. Und dich und den Steff, hoffe ich, lerne ich nur kennen. Ja. Schon auch jeweils zu zweit und zu dritt teilweise zusammen gereist, aber in der Konstellation waren wir jetzt noch nie unterwegs. Ja. Ich freue mich, glaube ich, am meisten auf die sportliche Herausforderung, die Challenge, die dahinter steht. Natur, raue Natur. Wildnis. Einfach treiben lassen, fahren. Keine Menschen zu sehen für ein paar Tage vielleicht. Eine gute Zeit mit den Jungs verbringen. Und einfach coole Zeit mit einer coolen Crew. Ja. Okay, Tag 1. Wir starten gleich los. Die letzten kleinen Schrauben werden zugedreht beim Benny und dann gehen wir noch kurz einkaufen und dann wird erstmal eine Stunde oder so versucht, aus der Großstadt rauszuarbeiten. Also, los geht's! Nach einem Ankunftstag in Tiflis ging es eigentlich direkt am zweiten Tag los, dass wir uns gesagt haben, okay, wir fahren von Tiflis aus und wollen uns das selbst erarbeiten in Kaukasus. Und sind in zwei Etappen zum Kaukasus hingefahren. Bye bye, Tbilisi! Jetzt haben wir die Rampe gemacht. Jetzt ist es kurz flach und so, ein bisschen an dem Fluss da entlang. Und dann ist der erste Pass da. Ach, no. Jawohl. Man war ziemlich viel Flaches dabei, aber man hat einen Eindruck von der Landschaft bekommen, von den Georgiern. Gut, danke, hey. Ciao. Danke. 2 Tiefpunkte, einmal Sturz vom Schmoos, gerade aus Tbilisi raus, Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Und dann der Schallzugriss von Benny am Ende vom Tag. First day, first major crash. We broke a shifting cable and we have to replace it now. Also da stand schon auf Messerschneide am ersten Tag. Neues Gefühl gewesen. Bisher lief es eigentlich immer ganz flüssig, vorherigen Reisen. Dann sind wir mit dem Kabelbinder gefixter Schaltung noch die Etappe zu Ende gefahren und haben dann am Stausee von Sione übernachtet. Das war eigentlich so der erste Tag, ist schon recht viel passiert. So, der erste Tag war gleich mal ein voller Erfolg. Und zwar haben wir gleich mal eine richtig schöne Panne bei Bennys Rad. Und hocken jetzt immer noch hier rum, obwohl es schon spät in der Nacht ist. Stunde der Wahrheit, was muss passieren? Das muss ich jetzt bewegen, glaube ich. Yeah! Scheiße! Ja! Yes! Ja! 4 Stunden Schrauben! Mann, yes! Mann, es funktioniert! Also, Kaukasus! Hey. Morgen geht's in Kaukasus! Ja! Wenn jeder Morgen so geil wird wie hier an Tag 2, dann das würde ich gerade so unterschreiben.
packen wir gerade noch schnell zusammen hier. Das heißt schnell, das dauert wahrscheinlich seine Zeit. Und dann schauen wir mal, dass wir heute finally in den großen Kaukasus reinstechen. Am Anfang waren wir morgens recht träge, bis wir losgekommen sind, Porridge gekocht haben, Zelt gepackt, alle Taschen wieder ans Fahrrad montiert. Ging es recht lang, war manchmal 10, 11 Uhr, bis wir loskamen. Lass dich 2 Sekunden früher sagen, dass die Stangen noch da rein müssen. Alles wieder auspacken müssen für dich. Ist wieder meine Schuld, oder was? In dessen Schuld soll es uns sein. Jetzt kracht es langsam. Tag 2 und es kracht. Ja, ist wieder höchste Zeit. Also Plan war, nach Mittag schnell was essen, nach einer Viertelstunde weiter. Effektiv haben wir jetzt 3 Stunden lang in der Taxihaltestelle im Schatten verbracht. Dann haben wir uns zugefressen mit super feiner Melone und diversen anderen Goodies. Ich habe von einem Taxifahrer einen Schnapsi bekommen. Ich sauf jetzt auf dem seinen Militärdienst. Prost! Hey. Und jetzt ist dann bald 5:30 und jetzt fahren wir mal in den Kaukasus rein. Langt dir noch. Ja, so ist es. Tag 2. Geschafft. Selbstbau ist gut. Das Gebirge war aber auch weiter weg, wie wir dachten. Wir sind jetzt also gerade erstmal in das finale Tal reingerollt. Haben jetzt aber dafür hier gleich überhalb von dem Fluss unser Lager aufgeschlagen. Wir werden heute Abend ein schönes Feuer machen und dann so morgen erwarten uns die erste richtige Bergetappe, wo wir richtig hoch hinausstechen. Heute gibt's Ingwer, Chili mit Bucheckern und ein bisschen georgischen Ziegenkäse. Und Fisch, oder? Stimmt, und Fisch haben wir auch noch. Sehr gut. Schottini. Halt, fahren wir auf den Pass, dessen Namen ich vergessen habe. Wir fahren jetzt 2000 Meter hoch und nach der täglichen Dosis Yoga und Schrauben sind wir auch Startkarte dafür. Vamos. Vamos. Der Bannerpass war für mich der zentrale Einstieg in Kaukasus. Beginn auch irgendwie der Gebirgsreise. Für mich einfach der Startschuss. Gleichzeitig aber auch mit krassen Belastungen verbinde ich das Ganze. Also wirklich von 500-600 Meter hoch ging dann auf den Albanopass, 28 glaube ich. Ich meine, am Anfang noch super heiß, am Ende dann echt kalt. Also da war irgendwie alles dabei an dem Tag. Und man muss erst wieder reinkommen ins Mountainbiken und das war wirklich, war anstrengend. Davor habe ich recht Respekt gehabt. So überhaupt, ob ich das packe. Ich war noch auf Antibiotika, hatte nur leichtes Fieber von der Tollwutimpfung. Ich hatte eigentlich recht Respekt davor und musste auch kämpfen. Jetzt ist 12 Uhr mittags. Die Sonne brennt senkrecht vom Himmel. Und wir starten jetzt in die Südflanke zu unserem ersten Pass, der 2800 Meter hoch sein wird. Das wird eine richtig schweißtreibende Angelegenheit. Also gut. Albanopass war für mich der geilste Straßenpass, den ich je hochgefahren bin. An dem Tag sind wir wirklich 8 Stunden lang nur bergauf gefahren. Kraft. Wie lange braucht? Den ganzen Tag. Die Scheiße nehme ich Urlaub.
der anstrengendste Pass, den ich hier gekommen bin, und das ist der dritte Tag. Mal schauen, was danach kommt, ey. Und oben ankommen war natürlich super, vor Sonnenuntergang alle zusammen. Und dann waren wir halt auf dem Pass und schläft dann da und sieht schon rein in die Berge, die wir die nächsten Wochen überfahren werden. Das war mega cool. Okay, das war echt eine Mörder-Etappe heute hier hoch. Also wirklich den ganzen Tag nur bergauf gefahren. Aber wir haben es alle gut geschafft, sind jetzt sauber platt. Und hier oben weht jetzt schön der Wind rüber und deswegen ist es richtig unangenehm kalt. Die Sonne ist noch nicht mal richtig untergegangen. Und dennoch werden wir uns jetzt sofort in unseren Schlafsack verdrücken. Ja, heute werden wir erstmal schön bergab fahren nach Ovalo. Das ist aber auch das letzte Dörfchen, bevor wir 4 Tage in die absolute Wildnis stecken. Und da müssen wir uns erstmal mit Proviant eindecken. Und ja, wird spannend. Ja, so ist es. Und dann gehen wir richtig tief in die hohen Berge rein. Dann nächster Tiefpunkt, am Morgen alle heiß auf der Abfahrt vom Abano, irgendwie gute 1000 Höhenmeter, coole Forststraße runterballern. Nach 2 Minuten erster Platten. Nach 4 Minuten zweiter Platten. Nein, der nächste, oder was? Schon wieder ein Platten, hey, das ist ja Wahnsinn. Kann man gar nicht vorwärts heute. Dann kommen wir nie nach Ovalo. Wir sind heute seit 10 Minuten unterwegs und haben mittlerweile den zweiten Plattner. Hey! Das Problem war nur, dass der Benny sogar ein Loch im Mantel hatte. Und einen Ersatzmantel hatten wir natürlich nicht mit dabei. Und das sollte noch ein Problem werden. Ja, und dann kamen wir nach Ovalo, den letzten Ort, bevor es für ungewisse Zeit in die Wildnis ging. Genau, dann ist es nach Ovalo gegangen, also das Capital von Tusheti. Haben eigentlich ein super feines Mittagessen verspiesen, das hat Bock gemacht. Und haben den lokalen Dorfladen leer gekauft mit Vorräten für die nächsten Etappen. Hatten aber die große Aufgabe für Benny einen Mantel zu finden, weil der Benny hat eben seinen Mantel kaputt gemacht bei der Abfahrt. Ehrlich gesagt waren Chancen recht schlecht, dass wir irgendwas finden. Radlgeschäft hat es nicht wirklich gegeben. Radlfahrer haben wir gar keine gesehen. So I need this tire to get over the pass. I cannot do it without it. I'm not sure if in Tel Aviv they have a bicycle shop. This is Georgia, you know, like they have everything in Tbilisi, but in Tel Aviv I'm not sure. What will you do now to get your tire? I mean, there's a bike shop here or a bike rental. We will offer as much money as they want to basically destroy one of their bikes and get a tire. How much money would you put on the table for this tire? That's a good question. I think 100 euros. Wir haben dann Glück gehabt, es gab so ein Bike Rental in der Nähe von Ovalo. Und da sind wir dann eigentlich abends hin mit einer Mission und das ist ein 29er Mantel zu finden. Wir möchten gerne den Pass machen, aber mein Fahrrad ist kaputt. Ja, erst wollte die Vermieterin den eigentlich gar nicht hergeben. Oh, we cannot do nothing, really. If you want only this, we cannot give you only this. No? No. Und dann mit ganz viel Überredungskunst und Verhandlungsgeschick. Let's say I pay the price for
for 2 days for the bike, okay. And I take the tire. Kann man eigentlich den Mantel auftreten und sind dann um 11 mit der Stirnlampe und dem neuen Mantel zurückkommen. Das ist eigentlich recht cool, das hat Bock gemacht. Ja, und dann haben wir gewusst, wir haben jetzt eigentlich das ganze Gear und wir haben das Essen für den Azzunto Pass. Und das war eigentlich so das erste große Challenge, wo unklar war, wie es ausgeht. Aber wir waren zumindest equipmentmäßig ready. Also wir haben eben gesagt, Omalo starten und bis im Azzunto Pass, der jetzt hier nicht... Ja. Genau, wir sollten kurz vor dem Azzunto Pass eben campen, das passt soweit. Und hier in Gireri können wir den Permit bekommen. Jawohl. Den über. Wir werden halt die Range hier nehmen. In Episode 2 geht es dann in unseren ersten großen Wildnisabschnitt, bei dem wir versuchen, uns über den höchsten Pass der Tour zu kämpfen, den 3500 Meter hohen Azzunto Pass.